So spannend ist ein Damenkissenspiel. Und das im Fall nicht nur am ersten Arbeitstag. Der Mann hat heute ganz neu angefangen im Kissenspiel. Er ist, glaube ich, noch ein bisschen nervös. Aber beim Service Point begrüssen sie ihn extrem freundlich begrüßen und geben ihm gerade schon seinen Ausweis. Ich will auch so einen. Es sieht aus, als hätten alle auf ihn gewartet. Im Personalbüro kommt er noch andere Sachen über. Zum Beispiel auch ein Gutschein für ein vergünstigtes Billett für den ÖV. Alle sind so hilfsbereit. Bis der Mann alle seine Sachen überkommt, wird gerade noch der Computer von der Frau repariert. Das Kissenspiel würde, glaube ich, nicht funktionieren, ohne alle die super Leute im Hintergrund zu arbeiten. Nicht nur den Kindern muss man nämlich helfen, sondern auch all denen, die hier arbeiten. Im Kissenspiel muss man nicht Arzt oder Pflegende sein, um einen spannenden Job zu haben. Bei uns gibt es auch in der Administration einen Haufen tolle Jobs. Und ohne unseren Support wären die Leute an der Front aufgeschmissen. Und in der IT, da sehe ich jeden Bereich vom Spital. Vom Labor bis in OP. Ohne unseren Einsatz würde heute nicht mehr viel laufen. So helfen auch wir schlussendlich an den kranken Kindern im Spital.